Die Deutsche Eiche und ihm Sascha Dimitrenko, den sie einst getauft haben wegen seiner kindlichen Gesichtszüge. Babyface. Aber dieses jugendliche, kindliche Image möchte er jetzt unbedingt loswerden. Er möchte zeigen, dass er auch boxerisch zum Manne gereift ist. Möchte eher so ein bisschen sein wie der Fiesling Drago aus dem Rocky IV-Film auch, wenn ihm dieser Spitzname ebenfalls nicht behagt. Timo Hoffmann haben wir schon gesehen. Ein Sachse, wohnt in Frankfurt an der Oder, gelernter Bäcker und Konditor. Ein stiller, eigenwilliger, manchmal starrsinniger Phlegmatiker. Oft ein Albtraum für seine Trainer, die er reihenweise verschliss, beziehungsweise die sich von ihm trennten, weil er nicht lernfähig war. Don't forget to listen to my commands. Approach yourself all the time and good luck, boys. Check your hands. Die letzten Anweisungen von André van Grotenbuhl, dem Ringrichter aus Belgien. Und einer dieser Ex-Trainer von Timo Hoffmann, der sitzt hier unter den mehr als 4000 Zuschauern in Magdeburg. Das ist Uli Wegner, der resignierte ebenso Manfred Wolke, Detlef Schulze, Buddy McGirt. Nun trainiert ihn Uwe Schuster, genannt der Commander. Und das werden wir in den Ringpausen sehen in der Ecke von Hoffmann, warum dieser Trainer diesen Spitznamen hat. Also, die erste Runde, rechts im Bild in der roten Hose, der Titelverteidiger Sascha Dimitrenko. Timo Hoffmann mit etwas gewöhnungsbedürftigen Kniestrümpfen in der grünen Hose links. Das Duell zweier normal, also Linksausleger. Was kann dieser Timo Hoffmann? Den haben Sie ja noch nicht so oft boxen sehen. Eins zum Beispiel, das sehen Sie hier gleich. Er hat eine gute Doppeldeckung, die ist sehr schwer zu knacken. Er hat eine ordentliche linke Führhand und einen passablen rechten Aufwärtshaken und er kann unfassbar viel vertragen am Kopf. Also was Hoffmann, man nennt das ja Nehmerfähigkeiten, schon ohne große Wirkung wegsteckte mit seinem Eisenschädel, das ist legendär. Über Spätfolgen wollen wir da mal lieber nicht nachdenken. Gute Rechte von Hoffmann, allerdings sehr mit der Innenhand geschlagen. Und Sascha Dimitrenko wartet ab, schaut sich das Ganze erstmal ruhig an. Versucht den Gegner erstmal zu analysieren. Es gab eine ganze Reihe von Beobachtern, die hatten befürchtet, er würde sich vielleicht wie wild auf Hoffmann stürzen. Aber das wäre sicherlich ein Fehler, weil der kann auch ganz gut kontern. Dimitrenko versucht schon in der ersten Runde diese massive Doppeldeckung doch mal ein bisschen zu lockern mit seiner linken Führhand. Versucht sie dann mit der rechten herunterzuziehen, wenn die über die Außenbahn kommt. Das Ganze erinnert doch jetzt schon auch an diesen bisher besten Kampf, den Hoffmann bestritten hat in seiner Karriere. Das war am 4. Dezember 2004 im Estrel in Berlin gegen Luan Krasnici. Da versuchte er seinem Boxleben nochmal eine Wende zu geben und erreichte ein Unentschieden. Ein Punktrichter hatte ihn sogar vorn. Ich erinnere mich gern an diese Nacht von Berlin. Luan Krasnici allerdings weniger, denn Hoffmann hatte ihn ganz schön verbeult damals. Wieder weg sein, die linke Hand fliegt gut. Öfter noch doppelt weg, aber immer wieder den Kopf bewegen, dann schlägt er vorbei. So, herzlich willkommen. Aber merkst du, seine Führungshand wird schon schwächer. Er kann mir ins Leere gauen und dann kannst du bald den Kreuz wiederziehen. Schön provozieren, stehen, warte auf seine Führung, dann kommt der Kreuz wieder. Exakte Beschreibung
seines Trainers Fritz Dunek, der die Klitschkos zu Weltmeistern machte und der hofft, das auch mit Sascha Dimitrenko zu schaffen. Hier so ein überfallartiger Konter von Timo Hoffmann, aber da kassiert er dann gleich eine rechte und eine linke auch noch durch die Deckung. Okay, komm, Timo. Ja, okay, weiter so. Nicht reinstürzen, unten geschlossen bleiben, okay? So, da haben wir schon mal kurz den Commander Uwe Schuster gehört, der ein Gym, also eine Boxtrainingshalle hat in einem Abrisshaus in Halle. Dort hat er Timo Hoffmann 8 Wochen lang getrimmt. Ja, da war mal Dimitrenko offen und prompt versuchte Hoffmann zu kontern. Aber gravierend natürlich schon zu sehen, der Unterschied in der Beweglichkeit zwischen den beiden. Hoffmann oft ein bisschen schwerfällig, tapsig, stark sich. Und für einen Schwergewichtler mit immerhin 115 Kilo Lebendgewicht, Sascha Dimitrenko noch sehr, sehr beweglich. Man sieht, dass Sascha Dimitrenko das, was er sich vorgenommen hat, nun endlich auch als Boxer zum Mann zu werden, dass er das auch praktiziert. Er will aggressiver boxen, als das viele seiner Ex-Gegner verlangt haben, als er das auch häufig praktiziert hat. In seinem letzten Kampf haben wir das erstmals gesehen und auch in diesem. Und er wird jetzt richtig gefordert, denn Hoffmann kann ihn ein bisschen festnageln. Hier in der linken Ecke und lässt doch einige gute Hände Richtung Dimitrenko fliegen. Und der kontert mit einem Aufwärtshaken, aber er drückte nach und das sagt auch André van Grotenbrühl, also kein Niederschlag. Aber jetzt schwere Treffer von Sascha Dimitrenko. Zur Leber, zur Milz, Aufwärtshaken, wieder einer auf die Leber. Ist das hier schon das Ende in der zweiten Runde? Er versucht einen Aufwärtshaken, aber dann lockert Hoffmann die Deckung und wehrt sich selber mit einem Aufwärtshaken. Spektakuläre Geschichte, dieser Kampf hier schon nach 2 Runden. Und Hoffmann keinesfalls ein Opfer, das haben auch viele befürchtet. Guter rechter Konter von Dimitrenko. Aber wie gesagt, der Hoffmann, der hat einen Eisenschädel, der kann unheimlich viel wegstecken. Er ging ja noch nie K.O., selbst Vitali Klitschko 2000 und Luan Krasniqi 2004 schafften das nicht. Hose aufziehen, komm her. Geht man nicht zu trinken geben. Okay, Timo, bleib schön ruhig bleiben. Ja? Okay. Schön ruhig bleiben. Immer wieder den rechten Haken rüber. Ja? Wasser geben. Schön ruhig jetzt. Schön ruhig. Ja, bei solchen Situationen wie eben muss ich rausdrehen aus der Ecke, Timo. Also der Commander noch erstaunlich zurückhaltend da in der Ecke. Und hier. Das ist diese Schlagserie von Sascha Dimitrenko. Zweimal, dreimal links auf die Leber. Dann kommt die rechte oben, cross drüber geflogen. Sehr variabel. Immer wieder eine andere Schlagfolge. Immer wieder versucht er, die Deckung runterzuziehen mit diesem Leberhaken. Aber die ist wie betoniert bei Timo Hoffmann, den allein Ex-Europameister Paulo Vidos mal zu Boden geschlagen hat. Ansonsten erlebte er alle seine 5 Niederlagen stehend. Zuletzt gegen den Usbeken Ibragimov, da war ein paar Mal am Boden, aber da wurde kein einziger als Niederschlag gewertet.
Also offener Schlagabtausch, sehr zur Freude der Zuschauer hier. Beide teilen aus, beide kassieren. Und auch Hoffmann versucht jetzt wieder seine Bemühungen zu intensivieren, nachdem er die zweite Runde doch deutlich verloren hat. Also Sie hören es an der Reaktion des ja immer sehr fachkundigen Magdeburger Publikums. Dieser Kampf gefällt der Arena. Und Fritz Dunek, der Trainer von Dimitrenko, hat ja vorher gesagt, der Timo Hoffmann, der ist ein bisschen wie Sonne und Regen. Gute Kämpfe und dann folgen Graupenkämpfe. Aber dieses hier scheint einer seiner besseren zu sein oder zu werden. Und das wirkt keinesfalls so wie ein alternder Boxer, der vielleicht sagt, ach, hier nimmst du noch mal eine schöne große Gage mit. Hoffmann sucht seine Chance. Also das wäre wirklich eine Bewerbung für bessere, für größere Kämpfe, wenn er diesen Sascha Dimitrenko schlagen sollte, der die Nummer 2 der WBO-Weltrangliste ist. Hoffmann ist abgerutscht auf Platz 52. Und das ist selbst im schwach besetzten Schwergewicht sowas wie die dritte Liga. Die dritte Runde nicht so eindeutig wie die zweite. Und da haben wir Uli Wegner, einen der Ex-Trainer von Timo Hoffmann, Erfolgstrainer im Sauerlandstall, zusammen mit seiner Frau. Hast du so klare gerade Hände getroffen. Ne? Jetzt willst du machen. Links, links, rechts gerade und dann dieses Reintreten im Oberzahn von außen. Ja, genau. Noch einen Schluck trinken? Ein bisschen was tiefer. Ein bisschen kurz. Aufpassen mit den Aufschlagzahlen. Oh, ja. Einmal hast du jetzt schon auf der Leber gehabt. Ja, da hat es Dimitrenko mal geschafft, die Deckung aufzureißen von Timo Hoffmann. Aber hier kurz darauf kassiert er dann selbst einige, wenn auch leichte Treffer. Vierte Runde. Dimitrenko schon sehr erfahren mit seinen 25 Jahren. Das ist hier für ihn schon der 8. Titelkampf, der 7. um diesen Interconti-Gürtel. Die linke Führungshand, ich sagte es ja zu Beginn, ist so eine der besseren Waffen von Timo Hoffmann. Und das belegt er auch hier. Damit hat Dimitrenko ab und an einige Mühe. So, und so haben Sie gewertet. Ja, erste Runde knapp an Hoffmann, die anderen beiden an Dimitrenko und wieder runtergedrückt. Und dann muss Sascha Dimitrenko nur langsam mal aufpassen. Das ist, glaube ich, die dritte Ermahnung jetzt schon des Ringrichters an ihn. Und da könnte es gleich mal eine Verwarnung geben. Jetzt ein Aufwärtshaken von Dimitrenko und er setzt nach, der Finish und er schlägt
Hoffmann zum zweiten Mal in dessen Karriere zu Boden. Vierte Runde. Und das ist dieser neue, dieser wilde, dieser aggressive Sascha Dimitrenko. Aber Hoffmann scheint wieder klar zu sein, war glasig um die Augen und tut das Beste, was man in dieser Phase machen kann. Er greift ein, er greift an, aber das wertet hier van Grotendroel als Niederschlag. Die Zuschauer sind unzufrieden damit, denn da hatte Dimitrenko wieder gedrückt und dann geschlagen. Zweiter Niederschlag und gibt es gleich noch einen dritten. Da gibt es einen dritten, wieder runtergedrückt. Diesmal zieht er nicht an, aber er verwarnt ihn auch nicht. Das ist das vierte Mal, dass Dimitrenko zu diesem unlauteren Mittel greift. Und immer noch ist er klar. Denken Sie dran, der hat einen unfassbaren Eisenschädel. Was der in seiner Laufbahn schon genommen hat, an den Kopf bekommen hat, das ist unfassbar. So, das werden interessante Zeitlupen gleich. Und wir hatten einen kurzen Bildausfall, habe ich gerade gehört. Ich hoffe, nicht in den entscheidenden Momenten, aber die liefern wir Ihnen dann gleich nochmal nach. Er will natürlich hier versuchen, mit Dino brechen, das Ding vorzeitig zu machen. Aber jetzt fragt sich der Herne, ob die Kondition bei ihm reicht. Timo. So, da kommt dieser erste Niederschlag. Eine Serie von Treffern. Das begann mit einem Aufwärtshaken und dann dieser, ja quasi Abwärtshaken, cross geschlagen. Und der zweite Niederschlag. Wieder ein Schlaghagel, aber auch ein bisschen unfair, weil Dimitrenko da von oben drückte und den Gegner daran hinderte, sich zu wehren. Die fünfte Runde. Also keine Frage, diese letzte Runde mit 10 zu 8 Punkten an Sascha Dimitrenko. Und das ist auch keine Frage, führt natürlich hier in diesem Kampf. Aber Hoffmann, der hier als Amateur viel geboxt hat, der hier mal sowas wie ein Lokalmatador war, der wird sofort angefeuert, wenn er sich wehrt und wenn er seinerseits trifft. Also vielleicht sogar eine leichte Mehrheit der Fans für Timo Hoffmann, der jetzt mit Timo-Rufen angefeuert wird. Dieses Drücken von Dimitrenko, das hat den Fans hier nicht gefallen. Und vielleicht ist das auch die Reaktion da. Gute Richte, schöne Richte von Timo Hoffmann. Dass der nach dieser Vielzahl von Treffern in der letzten Runde noch so zurückschlagen kann. Und das war auch mal eine gute Richte gerade. Wo doch eigentlich nur die Richte als Aufwärtshaken seine gefährlichste Waffe ist, die er hier versucht anzubringen. Und da klammert Dimitrenko sicherheitshalber erst einmal. Also da muss Sascha Dimitrenko aufpassen. Der hat ja diesen schalen Geschmack eines Niederschlags auch einmal schon zu spüren bekommen gegen einen Amerikaner namens Koval. Im Kampf um eine Juniorenweltmeisterschaft. Da beeindruckte allein die Szene, wie er wieder aufstand. Und er geht jetzt zu Boden und wird angezählt vom Ringrichter in der fünften Runde. Was ist das? Ein ganz anderer, als wir das erwartet haben. Der zweite Niederschlag in der Karriere von Sascha Dimitrenko. Beim ersten hat er sich schnell erholt, hier auch beim zweiten. Aber er muss
muss jetzt klammern, er rettet sich und die Halle schwenkt sofort vollständig um zu Timo Hoffmann. Vernichtet er hier vielleicht die Zukunftspläne einer großen Hoffnung aus der Ukraine, die von Sascha Dimitrenko, in dem viele eine Art neuen Klitschko sehnen, einen künftigen Weltmeister? Nicht richtig fassen. Das ist Vanya, die Freundin von Sascha Dimitrenko, die er demnächst heiraten möchte. Aufbauarbeit in der Ecke. So, Sascha, er kommt jetzt mit dir rein, das musst du sehen. Und dann musst du kommen und die Waffe beschieben. Da kriegst du mitten einer drin. Nicht stellen lassen. Hast du mich verstanden? Du kannst auf den Beinen. Während der Ringpause kommen sie weiterhin die Anfeuerungsrufe. Timo, Timo. Hier eine rechte, schlägt einen am Kopf und dann kommt die Führhand noch hinterher. Hier, erst die rechte und dann die linke Führhand. Und der Commander in der Ecke hat Timo Hoffmann nochmal motiviert. Hat gesagt, Timo, du bist die deutsche Eiche und die fällt nicht. Das hat Dimitrenko ja vorher im Sachsenwald geübt, hat zwei Eichen mit der Kettensäge gefällt. Aber das war leichter als dieses schwere, harte Stück Arbeit, was er hier heute Abend hat als ganz, ganz klarer Favorit. Und das war dieser Aufwärtshaken von Timo Hoffmann. Da kommt noch ein zweiter. Oh la la. Sascha Dimitrenko, der ja eine ganze Menge Fallobst hat auch aussortieren müssen in seiner Karriere bis hier in den 26 erfolgreich bestrittenen Kämpfen. Hat er schon mal zusammen so viel harte Treffer einstecken müssen, wie die hier von Timo Hoffmann? So, das war allerdings nur ein Schubsen, das war keine Schlagwirkung. Und wenn Sie jetzt vielleicht die Uhr da unten in der Ecke vermissen, wir haben ein ganz kleines technisches Problem. Hier in dieser sechsten Runde. Und was hat es für Häme gegeben nach der letzten Niederlage von Timo Hoffmann gegen Tibor Ibragimov? Da hieß es, ist die deutsche Eiche am Ende. Und jetzt ist das hier kein abgestorbener Baum, sondern es ist einer, der treibt noch mal richtig aus. Allerdings kassiert er jetzt wieder. Kriegt einen Schlag, um im Bild zu bleiben, in die Krone und kontert mit rechts. Und Sascha Dimitrenko viel zu offen. Wirkt frustriert, weil er sich auch die Fäuste wundschlägt an dieser Doppeldeckung von Timo Hoffmann. 30 Sekunden noch. Und gegen diesen Aufwärtshaken von Timo Hoffmann, da findet Sascha Dimitrenko einfach kein Mittel. Und die Halle steht, sie steht hinter dem Außenseiter, sie steht hinter Timo Hoffmann. Hose auf. Ja, Hose auf. Komm her. Einmal frei, Timo.
Der Aufwärtshaken war okay, aber du darfst ihn nicht von der langen Distanz bringen, Timo. Dann, wenn er angebracht ist, ja? Und immer wieder zuerst kommen. Ja, der kann nämlich nicht mehr, der kann auch nicht mehr, der pumpt ja. Timo, okay. Okay. Ja, schneller kommen. Du musst immer daran denken, du musst zuerst kommen. Zuerst kommen. Und dann auch nachsetzen. Ja, Timo, nachsetzen. Also, der Commander motiviert seinen Schützling, Uwe Schuster. Und die Halle steht hinter dem Deutschen, der beeindruckend boxt für seine Verhältnisse. Das erinnert mich in vielem an den Kampf damals am 4. Dezember 2004 gegen Luan Krasnici. Den hat er auch so gequält, den hat er auch so verbeult. Und dann hatten zwei Punktrichter ein Unentschieden, einer ihn sogar vorne. Und dann gab es Mehrheitsentscheidung, Unentschieden, und Krasnici blieb damals Europameister. Und der denkt ja immer noch über ein Comeback nach. Er würde gerne gegen Sascha Dimitrenko boxen. Vielleicht um die Europameisterschaft. Der Titel ist ja vakant. Wirches hat den niedergelegt. Aber im Moment denken wir mal lieber noch nicht über Zukunftspläne von Sascha Dimitrenko nach. Denn die Gegenwart ist hart genug. Er kassiert und kassiert. Und wenn er das hier übersteht, wenn er aus diesem Kampf als Sieger hervorgeht, dann hat er vielleicht mehr gelernt als bei vielen seiner leichten K.O.s. Das ist ein ganz, ganz hartes, schweres Stück Arbeit. Also mit Babyface ist da nichts mehr. Jetzt muss er wirklich zum Drago mutieren. Er sagte ja, man muss manchmal im Ring auch zum Schwein werden. Das muss man ja nicht allzu bildlich nehmen, aber den Schweinehund muss man überwinden, den inneren. Und da muss er sich jetzt durchbeißen, wenn er die großen Vorschusslorbeeren rechtfertigen will. Dimitrenko in Not, lässt sich da in der Ecke ein bisschen festnageln, aber dann clever geklammert, und deshalb unterbricht der Ringrichter. Und nach wie vor keine Ermüdungserscheinungen bei Timo Hoffmann. Er marschiert jetzt sogar, und das ist doch eigentlich etwas, was es hier in diesem Kampf überhaupt nicht geben dürfte, dass der langsame Boxer den schnelleren stellt in der Ecke, dass er ihn festnageln kann. Und das spricht alles dafür, dass das hier nicht der wahre Sascha Dimitrenko ist, dass der geschockt ist von diesen Treffern. Also, durchatmen. Jetzt hast du ihn, sagt Fritz Dunek. Ja. Jetzt kommt deine Zeit, Sascha. Хорошо, очень. Hast du gemerkt? Tanzen, wecken, wecken. Ja. Jeder kommt. Ja. Mach Feuerchen, jetzt ist es dran. Kleines Feuerchen. Komm nicht an mich. Du siehst besser aus, wenn du dich bewegst. Und hast du mir, jetzt kommt deine linke Hand langsam, und da kommt der rechte Cross drüber. Ja? Und dann sofort einen rechten Aufwärtshaken drin, okay? Das musst du machen. Einmal hast du gut gestanden, lange linken Aufwärtshaken, der passt auch. So, hier eine sehr gute rechte Gerade von Sascha Dimitrenko. Da verlor Hoffmann dann viel Kraft bei dem Konter, der in die Luft ging. Und dann ein sehr guter Aufwärtshaken von Dimitrenko. Also, dann schauen wir mal, achte Runde, ob dieser Optimismus gerechtfertigt ist, den Fritz Dunek da ausstrahlte, oder ob das nur Zweckoptimismus ist.
Tape am linken Handschuh von Hoffmann hat sich ein bisschen gelockert. Dimitrenko versucht es jetzt mal tänzerisch aus der Entfernung. Aber das gefällt den Zuschauern nicht sonderlich. Hoffmann hat einen Cut an der Nase. Aber er steckt weiter alle Treffer weg. So ganz frei nach dem Motto, was kümmert's die deutsche Eiche, wenn ein Ukrainer seine härtesten Treffer ihm in die Krone haut. Also ich hatte nach seinen letzten Kämpfen keine gute Meinung mehr von Timo Hoffmann, so wie damals nach dem Krasniqi-Kampf. Da war sie gut, aber dann war er auf dem absteigenden Ast. Aber ich muss sagen, für heute Abend, für diese Leistung hier, da ziehe ich meinen Hut. Und dass er Sascha Dimitrenko zu Boden schlägt als zweiter Boxer in dessen Karriere, Hut ab. Andererseits zählt das andersrum ja genauso. Dimitrenko ist derjenige, der auch als zweiter in dessen Karriere Hoffmann zu Boden brachte. Den Fehler darf Hoffmann natürlich nicht machen, sich nur hinzustellen mit der Doppeldeckung. Dann kann Dimitrenko sein Schlagrepertoire auspacken. Guter Körperhaken, wirkt ein bisschen tief von Dimitrenko. So, und jetzt pumpt er natürlich doch schon sehr, Timo Hoffmann, nach der achten Runde. Es kommt Runde 9, Timo, das schaffst du. Du, der kann auch nicht mehr, du musst aber immer wieder zuerst kommen, Timo. Ja? Und nicht so eine Aktion machen, den Aufwärtshaken von so weit hinten herholen. Das bringt nichts, bringt gar nichts. Komm her. Nein, also das ist ein guter Timo Hoffmann hier am Abend seiner Karriere. Gar nicht von wegen so tapsig. Hier natürlich ein Volltreffer von Dimitrenko. Diese rechte Cross über die Führungshand geschlagen und dann kam noch ein linker Körperhaken hinzu. Also Hoffmann keineswegs so unbeweglich und boxerisch limitiert wie man das nach den letzten Kämpfen erwartet hatte. Auch diese tierischen Urschreie, die er heute ausgestoßen hat in ehemaligen Kämpfen, die hat er gelassen. So, und jetzt kommt die Unterbrechung. Jetzt hat von Grotenbrühl endlich das lockere Tape gesehen. Tja, wird das hier die große Reifeprüfung für Sascha Dimitrenko? Eine harte Prüfung ist das auf jeden Fall schon. Triumph und Niederlage dicht oder Niederschläge dicht beieinander. Niederlage noch nicht, gute Rechte Dimitrenko. Wieder ein guter rechter Aufwärtshaken von Hoffmann.
und unsere kleinen technischen Probleme, die betreffen auch ihr Online-Scoring. Und deshalb sage ich es Ihnen, also bei Ihnen steht es 5:3 nach Runden für Sascha Dimitrenko. Sehe ich auch so. Knappe Geschichte hier. 2 Punkte vielleicht. Und Dimitrenko kommt immer dann in Nöte, wenn er unbeweglich ist, wenn er steht, wenn er Hoffmann marschieren lässt, auf sich zukommen lässt, sich festnageln lässt, so wie hier. Da muss er wieder eine Rechte nehmen und unter dieser Rechten als Geraden hat Hoffmann offenbar gearbeitet. Die kommt hervorragend. Das war sonst häufig mal so ein Wattebäuschen, was er geworfen hat früher. Aber heute hat er damit einige Male ziemliche Wirkung erzielt. Dimitrenko muss versuchen zu tänzeln, muss versuchen wegzulaufen, muss versuchen aus der Distanz heraus zu treffen, zu attackieren, überfallartig, darf sich hier nicht auf eine Prügelei einlassen. Gute Rechte und eine Linke des Ukrainers. Und der Titelverteidiger auch schon gezeichnet im Gesicht, nicht so wie Timo Hoffmann, der jetzt immer mehr blutet aus der Nase. Ein Cut vertieft sich an der Nasenaußenwand. Und das ist hier eine ganz schön enge Geschichte. Ganz, ganz anders als zuvor erwartet. Oben abtupfen, oben abtupfen. Dimas ist gut, aber immer wieder nachsetzen, nachsetzen. Du hast dir den zweimal schön erwischt und dann brichst du ab. Da musst du nochmal rein. Da musst du nochmal rein, Tim. Hier, da mal die Rechte von Timo Hoffmann. Und dann noch kleine zweite hinterher und den Konter von Dimitrenko zwischendrin, den steckt er weg, wie auch diese rechte und diese linke. Also ich weiß nicht, was da im Schädel von Hoffmann immer passiert, was mit den Schwingungen ist, aber Treffer, nö. Die steckt er weg, ohne Wirkung. Eine Ausnahme in diesem Kampf. In der vierten Runde diese 2 Niederschläge. Aber Spätfolgen haben sie in diesem Kampf nicht hinterlassen. Im Gegenteil, danach setzte er Dimitrenko auf den Boden. So, die Ecke gibt Gas. Und Hoffmann setzt das um. Der hört die Urschreie seines Coaches. Und wieder gelingt es ihm, Dimitrenko darzustellen. Also für das, was in Deutschland häufig in verschiedenen Ringen im Schwergewicht abläuft, ist das hier schon ein Topkampf. Und er lebt halt davon, dass das nicht so eine einseitige Geschichte ist, wie man sich das vorher gedacht hat, sondern mal ein richtig schönes Stück harte Arbeit für den Favoriten, der jetzt 2 schwere Treffer setzt mit der linken beim Herausforderer.
Hoffmann wirkte wieder mal angeschlagen, aber das ist nach Bruchteilen von Sekunden immer vorbei. Da hat das verarbeitet, weggesteckt, danke und weiter geht's. Gute Aufwärtshaken, Dimitrenko. Oh, oh, Hoffmann klammert. Das hat ihm schwer zugesetzt und er schwankt ein bisschen, wirkt ein bisschen tapsig. Und Dimitrenko setzt nach. Das war dieser Aufwärtshaken eben. Hoffmann ist angeschlagen, lediert, weich auf den Beinen. Und noch 20 Sekunden. Und trotzdem hat er auch das wieder überstanden. Also Hut ab, Timo Hoffmann. Unfassbar, was der einsteckt, was er dann wegsteckt, was er verarbeitet. Und dann geht's wieder weiter. Die Führung baut Sascha Dimitrenko jetzt aus. Also nach meinem Gefühl, 2-3 Punkte müssten das sein. So, da haben wir auch Ihre Wertung wieder. Das ist nach der 9, da ist die letzte noch nicht mit drin. 5-4, also nehme ich mal an, dass es bei Ihnen 6-4 jetzt steht. Denn die letzte müsste man Dimitrenko geben. So, wenn er wieder kommt. So, und das hier, das war dieser Aufwärtshaken. Da kam noch eine linke hinterher und da sehen Sie, das ist so eine typische Reaktion, wenn Wirkung da ist, dann klammert ein Boxer sofort, weil ich weitere solche Treffer zu vermeiden, zu ersticken schon im Keim. Die letzten 2 Runden, die letzten 6 Minuten. Hoffmann kann wahrscheinlich nur noch durch K.O. gewinnen. Aber in diesem Kampf ist, glaube ich, gar nichts ausgeschlossen nach diesem Kampfverlauf. Auf jeden Fall hat Sascha Dimitrenko einiges aus diesem Fight gelernt, dass er nicht unverwundbar ist. Andererseits auch andere große Boxer wie die Klitschkos, Wladimir Klitschko, der war ja auch schon x-mal am Boden und ist trotzdem Weltmeister. Also das gehört einfach dazu, dann zum Erfahrungsschatz auf diesem hohen Niveau. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, dass die Batterien bei Timo Hoffmann doch jetzt eigentlich langsam mal leer sein müssten. Aber er versetzt mich immer wieder in Erstaunen. Also das Tape ist wieder lose. André van Grotenbrühl müsste jetzt eigentlich noch mal unterbrechen, um das abschneiden zu lassen. Und jetzt kommt noch mal die Halle und feuert Timo Hoffmann an. Und mit dem geht er endlich mal in die Ecke und lässt diesen Fitzel da abschneiden und nochmal zukleben. Dimitrenko monierte eben einen Kopfstoß von Timo Hoffmann. Und noch eine Tatsache beschreibt diesen Timo Hoffmann und das, was er an Nehmerfähigkeit hat. Er ist der Einzige, der mit Vitali Klitschko über die volle Distanz ging. Das besagt einiges. Und wieso das so ist, das haben Sie ja hier heute Abend in diesem wirklich interessanten
und alles bietenden Schwergewichtskampf gesehen. Dimitrenko will es jetzt mit Gewalt, aber ich glaube auch mit Gewalt kommt er diesem Timo Hoffmann nicht bei. Jo, diese Runde ging nochmal wieder an Sascha Dimitrenko und damit sollte er die. Der Ungar verteidigt nächsten Samstag live bei uns seinen Titel im Halbschwergewicht gegen Tito Mendoza aus Panama. Wenn er jetzt kommt, wieder Jab, weg, rechten Kopf, immer wieder zur rechten Seite weg. Ne? Wenn er lange Hände schlägt, unter durchkauen. Du siehst die Hände. Schon ein paar Mal gut gemacht. Okay. Mach weiter. Last round. Sehen Sie, das sind diese unfassbaren Treffer, die andere Boxer in einen langen Schlaf versetzen würden. Gib alles. Gib alles. Timo Hoffmann hat ihn nach Sekundenbruchteilen verdaut. Und letzte Aufmunterung für den Mann aus Polleben. Die letzte Runde, die letzten drei Minuten eines attraktiven Boxkampf ist, der sicher nicht nur der Halle, der auch Ihnen daheim gefallen hat. Gute Rechte wieder von Dimitrenko und noch eine. Fällt der denn nie um, dieser Timo Hoffmann? Und noch eine, da lief er sogar richtig rein, das war wie eine Einladung. Da drückt er Dimitrenko jetzt in die Seile, tief in den Unterleib. Das heißt, Tiefschlag gewertet, dann bekommt er einige Minuten Zeit, sich zu erholen. 5 Minuten beträgt da die Frist. So, dann geht es nochmal weiter. Und wieder eine Rechte, erst von Dimitrenko und dann eine von Hoffmann und dann wieder eine Rechte. Und Dimitrenko muss in die neutrale Ecke und wieder wird Hoffmann angezählt. Der hätte ihn eigentlich verwarnen müssen, denn Hoffmann war unten am Boden, kniete da schon und da schlug Dimitrenko nochmal nach. Und Hoffmann kassiert jetzt sogar wieder einen rechten Aufwärtshaken, eine rechte Cross und er schüttelt gerade mal mit dem Schädel, schüttelt diesen Schlag weg. Mit allen sauberen und unsauberen Mitteln geht es jetzt zur Sache, Kopfstoß von Hoffmann, dann drückt wieder Dimitrenko und schafft sich dadurch nicht gerade Sympathien hier. Linke, rechte des Ukrainers. Er schubst noch mal nach und müsste auch dafür wieder verwarnt werden. Unsportlichkeit von Sascha Dimitrenko in diesem Moment, als er Hoffmann niedergeschlagen hat. Da schubst er noch einmal von oben nach. Er ist wütend. Und jetzt, da kriegt er endlich die Verwarnung, die ihm gebührt für diese Unsportlichkeit. Und dabei hatte er doch Hoffmann schon unten. Aber diese Schläge des Herausforderers, die haben vielleicht alles unterminiert bei ihm und es ist aus. Hoffmann schwankt, Hoffmann wackelt und von Grotenbrühl schützt ihn. Die Zuschauer sind damit nicht zufrieden. Sie pfeifen, aber das ist schon korrekt. Es waren zu viele harte Treffer, die Timo Hoffmann hier hat nehmen müssen in diesem Kampf. Auch nochmal in dieser letzten Runde und er bekreuzigt sich. Er ist ja ein sehr gläubiger Mensch, Sie sehen es hinten auf der Hose, Sascha Dimitrenko war heute Morgen noch in der Kirche. God bless, Gott segne mich, heißt das. 33 Sekunden vor Ende, vielleicht im allerletzten Kampf seiner Laufbahn ist Timo Hoffmann
doch zum ersten Mal K.O. geschlagen worden. Aber das interessiert hier in der Halle im Moment keinen. Sprechchöre Timo, Timo für Hoffmann, für dessen tolle, engagierte Leistung, mit der auch wir und sicherlich die meisten nicht gerechnet haben. Und es gibt Pfiffe für ihn, für den Favoriten, für den erfolgreichen Titelverteidiger, für Sascha Dimitrenko. Also, die Zeit der Lehrjahre ist für ihn vorbei. Fallobst hat er schließlich lang genug aussortiert. Jetzt kommen die besseren, die stärkeren Gegner. Und da hat er erstmals erkennen müssen, Sascha Dimitrenko, dass ihm das dann alles nicht mehr so leicht fällt wie in den 26 Kämpfen zuvor. Hier allerdings nicht so deutlich zu sehen, die Schlagwirkung und die Ursache dafür, warum der Ringrichter abbricht. Hier, da ging die linke vorbei, die rechte auch, aber er war halt unten. Das ist dann irgendwo Erschöpfung und Schwäche und vielleicht doch ganz gut. Er hat ja doch keine Chance mehr hier gehabt, Timo Hoffmann durch K.O. zu gewinnen. Aber, und das kann er genießen, hier die Halle steht, stehende Ovationen für den Verlierer, für Timo Hoffmann, der sich hier viel, viel besser verkauft hat als gedacht. Also, Härteprüfung. Reifeprüfung für den Sieger, den erfolgreichen Titelverteidiger und weiteren WBO Interconti-Champion Sascha Dimitrenko. Aber das war ein hartes Stück Arbeit. Er hat tolle Anlagen. Ob es zum Weltmeister eines Tages reicht, das müssen wir abwarten. Da muss man dann auch das Zeug, das Herz haben und das alles zeigen. Und jetzt wird es gleich offiziell das Urteil und immer noch Pfiffe für den Sieger, der jetzt möglicherweise demnächst einmal gegen Luan Krasniqi ran muss. Meine Damen und Herren, hier das offizielle Urteil. Sieger durch technischen K.O. in der 12. Runde nach 2 Minuten und 24 Sekunden. Und damit alter und neuer WBO Interkontinentalmeister im Schwergewicht aus der Ukraine, Alexander Dimitrenko. Ja, das haben wir im deutschen Ring lange nicht erlebt, dass ein Sieger so ausgepfiffen wird wie er hier. Der verdiente Sieger, Sascha Dimitrenko, aber den Applaus kassiert der Verlierer. Und auch der hat diesen Applaus verdient. Timo Hoffmann hat sich hier viel, viel besser verkauft als erwartet. Die deutsche Eiche ist zwar am Ende dann doch nochmal gefällt worden.